erinnern. Es ist schön, dass ich mittlerweile ans Mikrofon darf, weil sonst hätte sich mein Redebeitrag buchstäblich in Wasser aufgelöst. Ich möchte mal ganz konservativ mit einem Zitat beginnen. Was auch immer wir tun, um unsere marode Wirtschaftsordnung Leben einzuhauchen, wir können dies nicht längerfristig erreichen, solange wir nicht eine sinnvollere, weniger ungleiche Verteilung des Nationaleinkommens erreichen. Die Entlohnung für Arbeit muss höher sein als jetzt und der Gewinn aus Vermögen, insbesondere spekulativ angelegten Vermögen, muss niedriger sein. Wer jetzt hier glaubt, dass es aus dem Rezeptbuch einer Gewerkschaft oder einer Linkspartei zur Schaffung einer gerechten Welt steht, der irrt sich gewaltig. Das hat Präsident Roosevelt im US-Wahlkampf 1932 gesagt, weil er hat die fundamentalen Ungerechtigkeiten zu Zeiten der großen Depression erkannt. Aber im Gegensatz zu Merkel und Konsorten und Steinbrück, im Gegensatz zu diesen Ja-Sagern, hat Präsident Roosevelt gehandelt. Er hat seinen Worten Taten folgen lassen. Er hat die Reichen dazu gezwungen, das Gold kiloweise bei der Regierung abzugeben, um Sozialmaßnahmen, um Infrastrukturmaßnahmen zu finanzieren. Und ich glaube, deshalb stehen wir heute, wir, die Reichen, müssen wieder das Geld bei der Regierung abgeben, damit wir endlich wieder eine solidarische, eine gerechte Gesellschaft aufbauen können. Wir befinden uns heute in einer ganz ähnlichen Situation wie die USA in den 30er Jahren. Aber unseren Politikern fehlt der Mut, sich nicht von den Reichen und den Spekulanten Gassi führen zu lassen. Deshalb stehen wir heute und fordern eine massive Umverteilung. Und ich glaube, da muss ich leider meinen sozialdemokratischen Kollegen ein bisschen ans Bein pinkeln. Mit der Nominierung von Peer Steinbrück zum SPD-Kanzlerkandidaten haben wir heute noch einen Grund mehr, hier zu stehen und gegen neoliberale Politik einzutreten. Und ich sag euch, wir sagen nicht mit uns, wenn sie sagen, wir brauchen... Wow, mein Redebeitrag fällt wirklich, glaube ich, noch ins Wasser. Wenn sie sagen, wir brauchen mehr Geld für die Banken, dann sagen wir nicht mit uns. Wenn sie sagen, wir brauchen weniger Steuern für Reiche, dann sagen wir nicht mit uns. Wenn Sie sagen, Politik für Profite, anstatt für Politik für Menschen, dann sagen wir nicht mit uns. Dennoch ist es nicht dabei belassen, nur eine Vermögensteuer zu fordern, denn das Geld muss auch sinnvoll eingesetzt werden. Die beste Vermögensabgabe bringt nichts, wenn damit Banken gerettet werden. Ein höherer Spitzensteuersatz bleibt wirkungslos, wenn damit Krieg finanziert wird. Und auch eine Vermögensteuer kann uns gestohlen bleiben, wenn davon nicht endlich der einfache Bürger profitiert. Ein Beispiel dazu. Im Bundeshaushalt stehen dem Etat Verteidigung ca. 11 Milliarden zur Verfügung, 44 Milliarden zur Verfügung. Dem Etat für Bildung dagegen nur 11 Milliarden. Ich sag, wer diese Priorität gesetzt hat, den sollten wir am besten mit dem nächsten Eurofighter in die Wüste schicken. Okay, ich bin zwei aus bei der Hälfte, aber ein Schlusssatz, okay. Also ich sag, wir brauchen mehr Gerechtigkeit, wir brauchen eine Vermögensabgabe und das ist wichtig. Wir müssen hier gemeinsam stehen, wir müssen hier gemeinsam für den Politikwechsel kämpfen, wenn es die Politiker nicht hinkriegen. Und ich verspreche euch nicht, dass es einfach sein wird, aber wir müssen heute anfangen, morgen, übermorgen, bis zur Bundestagswahl 2013 kämpfen, an die Wahlurnen gehen und die Leute abstrafen, die uns das ganze Fiasko hier eingebrockt haben. Ich sag euch, gebt nicht auf, kämpft, kämpft, kämpft. Denn wir brauchen kein Merkel, kein Steinbrück, wir brauchen Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft.